Für die SN-Reihe Jobwechsel für einen Tag geht es dieses Mal in die Obus-Remise der Salzburg AG. Denn Obus-Lenkerinnen und Obus-Lenker sind stark gefragt. Das ist der Knopf, das ist für die erste Tür, was aufmacht. Und das ist die zweite, dritte, vierte Tür. Genau, die kann man selber, in der Regel geht es so, in der Regel macht der Fahrgast selber auf, da gibt es eine sogenannte Türfreigabe. Weil die SN-Redakteurin weder über den erforderlichen D95-Führerschein noch über die Spezialausbildung zur Obus-Lenkerin verfügt, bleibt es beim Trockentraining in der Remise. Ja. Das ist kein Problem. Genau, jetzt bewegt es sich schon langsam. Okay. Wo sehe ich da, wie schnell ich fahre? Hier. Okay. Na bitte, geht doch. Wie es draußen in der echten Welt der Obuslenker zugeht, das zeigt uns Karl Kammel bei einer Runde mit der Obuslinie 3. Er ist seit 33 Jahren Obuslenker und das mit Begeisterung. Also für mich wäre es eine Strafe, jeden Tag am selben Schreibtisch zu sitzen. Ja, ich fahre zwar auch dieselben Linien, aber man sieht jetzt, wie die ersten Bäume blühen, ja, das erste frische Grün am Kapuzinerberg. Ja. Es ist, man sieht was, ja? Wenn sich Leitungen kreuzen oder wenn sich eine Leitung teilt, eben bei einer Weiche, dann ist ein Fahrdraht abisoliert, was keinen Kurzschluss gibt. Und das wird mir im Busserinnen angezeigt, das ist dann mein Stromlos, dann weiß ich, dass ich über die Stelle drüber bin. Ja? Weil sonst habe ich ein Problem, sonst geht mein Bus nicht. Dann muss ich irgendeine technische Maßnahme ergreifen, damit ich den Bus wieder zum Fahren bringe. So, ich schalte mich jetzt weg. Da wieder oben diese Weiche. So, jetzt drücke ich diesen Hebel da. Ja, den halte ich jetzt gedrückt mit meinem linken Daumen. So, das war stromlos. Und jetzt muss ich halt wissen, wo ich hin will, ob ich mich schalten muss oder nicht. Wie viel Geduld braucht man denn oder Toleranz gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern braucht man denn als Obuslenker? Ich kann mir vorstellen, dass die Busspuren nicht immer frei sind, dass manchmal irgendwer schon in der Haltestelle steht, der dort eigentlich nichts verloren hat. Also je toleranter man ist, desto leichter geht das Ganze. Ja, also das auf jeden Fall. Also wenn man heute der Typ ist, den alles auf die Palme bringt, dann ist das definitiv das Falsche. Weil das hat man relativ oft. Gibt es schwierige Fahrgäste oder Situationen, in denen es schwierig wird, vielleicht weil Sie schon viel Verspätung angesammelt haben? Ja, im Grunde nein, eigentlich nicht. Das ist, also da muss man schon wirklich einen Querulanten erwischen, der dann im Normalfall die allermeisten Leute sehen eh, was los ist. Und wenn heute ein Stau ist, dann sehen es die Leute auch. Ja. Dass man hin und wieder mal irgendwas gesagt bekommt. Aber ich glaube, das bekommt die Supermarktkassiererin auch gesagt. Ja, jetzt ist der Reis schon wieder 10 Cent teurer. Und es ist nicht alles, man darf es auch nicht persönlich nehmen. Mit sowas muss man leben können. Ja. Man fährt seine Runden, wenn man fertig ist, ist man fertig. Ja, man muss am nächsten Tag nichts nacharbeiten oder auch nach dem Urlaub. Es bleibt nichts auf einem Schreibtisch liegen. Man macht seine Arbeit und aus, basta.